Und ich habe geschworen, ich bleibe cool und dann bin ich abgegangen wie eine mexikanische Telenovela. Ich erinnere mich noch, es hat irgendetwas mit Horrorfilmen zu tun gehabt und mit deiner allergrößten Phobie. Du hast etwas herausgefunden. Was? Ich bin die uncoolste Person auf der ganzen Welt. Das könnte jetzt nicht bestätigen. Ich schwöre es. Und ich konnte sogar wirklich wissenschaftlich beweisen, weil ich bin in einen Hirnscan geschickt worden für Einstein, wo Forscher probiert haben, ganz tief an meine Emotionen zu kommen, mich zu triggern. Und ich habe geschworen, ich bleibe cool und dann bin ich abgegangen wie eine mexikanische Telenovela. Ich erinnere mich noch, es hat irgendetwas mit Horrorfilmen zu tun gehabt und mit deiner allergrößten Phobie. Ich habe müssen in eine Spinne. Emery, hast du schon mal eins gemacht? Da kommst du in so eine Röhre rein, Hirnscan. Fühlst du irgendwie wie ein Würstchen im Hotdog? Ja, darfst du nicht bewegen, darfst Augen, habe ich nicht zumachen. Und dann haben sie mir einen Horrorfilm gezeigt, das war easy. Und dann haben sie 10 Minuten Spinnen laufen lassen. Gut, dass du dort nachher abgegangen bist wie eine Rakete, das ist mir schon klar. Genau, weil ich ekle mich wirklich vor Spinnen. Es sind zwar easy, wenn sie im Keller sind, dann kann ich vorbeihuschen. Aber in dem Scan haben die einander aufgefressen, sind zu Hunderten auf mich zuzurennen gekommen, auf dieser Grossleinwand, die ich gesehen habe. Ja, und da ist einiges abgegangen. Und nachher, was ist passiert im Kopf? In meinem Hirn hat sich im Prinzip ein Flächenbrand entwickelt, hat der Neuropsychologe gesagt. Wie ein Gewitter, das sind zwei Areale besonders aktiv gewesen, nämlich der Ekel hat aufgeleuchtet. Das Areal im Hirn heisst Insel, wo der Ekel drauf liegt oder wo dann aktiviert wird. Und das andere ist, meine Beine sind aktiviert worden. Beine? Also im Hirn oben gibt es ein Areal für Beine. Und das hat aufgeleuchtet, wie verrückt, wie mein Körper hat wollen gehen. Aha, also ist das irgendwie so Urinstinkt à la Fight or Flight Reflex? Genau, der Fluchtreflex. Sowas. Damals, als wir noch in der Steppe gelebt haben, unsere Ur-Ur-Ahnen und haben müssen flüchten vor giftigen Tieren zum Beispiel, oder? Da hat das total Sinn gemacht, weil es hat dir allenfalls Überleben gesichert. Aber auch bei mir ist der Reflex vorgekommen. Das ist der Instinkt, den wir alle noch in uns rein haben. Und wo übrigens auch in den ersten paar Millisekunden hast du keine Chance gegen den. Eben, aber ich meine, du bist ja dann letztlich nicht, gut, mal abgesehen davon, dass man das im MRI nicht kann, aber du bist nicht aufgestanden und davon gesprungen. Und auch deine Beine haben nicht angefangen. Nein, ich konnte nicht können. Und genau darum hat sich das bei mir wie so eine Explosion dann angefühlt im Hirn. Erst nach ein paar Millisekunden kommt dann die Ratio, also der präfrontale Kortex, setzt dann wieder ein und sagt, hey, alles unter Kontrolle. Ich kann denken, ich bin hier eigentlich in einem sicheren Raum. Die Spinnen sind nur projiziert. Finito. Und das war interessant zu schauen. Der Neuropsychologe hat gesagt, in meinem Hirn hat man richtig gesehen, wie die Ratio, also die Kontrolle, der Verstand und die Emotionen miteinander gefightet haben. Und das sagen emotionale 8000er quasi, die ich hier genommen habe. Oh, dann sage ich dir jetzt nur noch Reinholdina Messner. Messner. Genau. Von den Emotionen. Ja, genau. You can call me like this. Reinholdina gefällt mir eigentlich noch. Und wenn euch gefällt, was Reinholdina und ich hier machen, dann abonniert doch unseren Kanal und dann erfahrt ihr immer, wenn es etwas Neues von uns gibt. Da seht ihr, was mit euch abgeht, wenn ihr einen Tatort schaut oder eurer grössten Angst ins Auge bei unserer Sendung über die Emotionsforschung. Viel Spass!